Um einen möglichst lebendigen Klang zu erzielen, setzen wir nun Artikulationszeichen und Bindebögen. Bevor wir jedoch damit beginnen, schauen wir uns die Definitionen im bekannten Dialog an. Wir wechseln zur Registerkarte Dynamik und Rhythmik. In diesem Bereich können wir festlegen, wie sich die verschiedenen Artikulationen auf die Anschlagstärke und die Tondauer auswirken. Wir verkürzen das Non Legato, damit es der barocken Aufführungspraxis besser entspricht. Die übrigen Einstellungen wollen wir übernehmen. Nun setzen wir an passenden Stellen Bindebögen und Artikulationszeichen.